Hallo ihr Nachwuchsrecken, willkommen zu einem neuen Part Minecraft auf dem MrBeast Server mit nur einem Ziel, in die nicht geladenen Chunks von in die Chunks zu kommen, die von anderen Spielern noch nicht geladen wurden, besser gesagt in die Welt zu kommen, die keinen Schaden erlitten hat, weder gegreased wurde noch Blöcke platziert wurden. Das ist unsere Mission und wir haben noch einen Begleiter, so wie in den letzten paar Parts. Nämlich Meme Master, aka Mal. Erst schon am fleißigen Moonwalken in die Richtung, in der wir gleich weiterreisen werden. Offcam hat sich. Offcam hat sich unser Essen fertig gebraten. Oh man. Wir sollten uns vielleicht auch langsam mal wieder darauf konzentrieren. Dings. Auch Betten zu kriegern, damit wir einen weiteren Respawn-Punkt setzen können. In der Umgebung sind momentan leider nur Hasen. Dort vorne sind da zwei Spinnen und zwei Skelette. Wenn die Spinnen droppen, das ist ganz kritisch hier. Die Spinne ist tot. Ja. Kannst du mir mal die Fäden droppen? Drei Spray. Oh yeah. Mal, du hast die Fäden wieder eingesackt. Und ich habe Pfeile. Oh yeah. Du hast die Fäden wieder eingesackt. Du musst dich bewegen. So, jetzt haben wir 12. Das sind noch 3 weitere Wolle. Uns fehlen noch 2 Wolle. Dann können wir wieder 2 Betten craften. Mittlerweile fragt man sich auch schon, ob es möglich überhaupt ist, in Chunks zu kommen, die noch nicht verunstaltet wurden. Besser gesagt, halt in den Bereich. Hier sieht doch einigermaßen. Okay, dann haben wir das Projekt bis jetzt beendet. Dann haben wir das Projekt jetzt beendet. Nein. Den Joke habe ich schon einmal gebracht. In den Nether. Mal, du hast noch 6 Herzen. Nicht einmal. Oh nee. Lebst du noch? Ich bin 1720 Blöcke weg. Also das ist ja mal ein toller Start in den Part. Jetzt mal echt. Also, ich schneide das für euch natürlich zusammen. Wir sehen uns dann bei meinem Todespunkt wieder. Ich würde die Richtung sogar reinschlagen. Ich habe jetzt sehr viel gesehen von der Richtung, die du mir sagen willst. Richtung Sonnenuntergang. Richtung Wüstenstruktur mit Raketen. Mit ganz speziellen Raketen. Vielleicht die Wüste entlang laufen und schauen, ob wir vielleicht eine Struktur finden. Wir können vielleicht sogar auf ein Dorf hoffen. Wenn es zu gefährlich wird, bauen wir uns einfach runter. Oder wir bauen uns ein. Ja. Sollte passen. Obwohl ich sage, wir farmen diese Nacht ganz viele Sachen und wir machen hier oben unsere kleine Festung. Ja, dort drüben ist eine Base. Wo? Hier drüben, aber ich glaube, da waren wir sogar letztes Mal schon.
Also dort in die Richtung. Ja, oben auf der Liste. Oh, oh Dorf! Wir gehen da. Ja. Das für die Nacht ist das ein sehr, sehr guter Ort. Ich würde sagen, Christenhausen. Als kleiner Dorf. Die Betten sind weg. Oder? Ja, es ist wahrscheinlich alles weg außer dich. Warum nimmt man alle Betten mit? Also. Wahrscheinlich einfach, um andere Spieler zu triggern. Ich zeige dieses Haus hier. Okay. Das wirkt mir sehr gut. Ich probiere eine Spinne ranzuholen. Tatsächlich, dort drüben sind zwei. Und beide haben einen Effekt. Speed, glaube ich. Das könnte ätzend werden. Keine Ahnung. Ey, das ist so viel... Besser mit Eisenrüstung. Es geht halt einfach einfacher. Du brauchst zwei, hast du gesagt, oder? Ja. Okay, ich hab zwei. Ich hab genau zwei. Mal gucken, was da draußen so los ist. Wir haben eine Skelette und ein Zombie und eine hässliche Spiele. Und das war's. Und du baust das frei. So. Die zwei Fäden droppe ich dir. Pass auf, wenn dich der Zombie erwischt, also der Wüstenzombie, dann kriegst du auf jeden Fall Hungereffekt. Ja, so dumm bin ich jetzt auch. Hast du Eisen? Also 9 Eisen habe ich, ja. Ich brauche nur ein Eisen. Ja. Also rein theoretisch brauchst du halt 2 Eisen für ein Crossbow. Weil du musst ja schon 2 Eisen reinstecken und die Skelette gehen mir so heftig auf den Sack. Ich habe mich gerade gefragt, warum hat das beschissene Skelett eine AK-47 in der Hand? Aber ich habe ja Mord. Morgen. Ausgezogen. Ah, da kam die Geschichte. Oh, da ist noch eine Spinne. Bitte drop 2 weitere Fäden. Ein Faden ist ein guter Anfang. Ich würde sagen, wir ziehen uns erstmal ins Haus wieder zurück. Können wir gleich machen? Wollen wir uns ein Schild craften und dann diese Base schreiben, übernachtungsfähig? Hinterlassen wir ein Crafting Table hier? Können wir machen, so oft ganz witzig. Lass mir den. Wie viel Essen hast du? Okay. Dann nehmen wir die beiden Öfen mit. Den Crafting Table lassen wir dann hier.
aus eine Spinne. Geil. Aber leider kein Skelett. Wofür brauchst du ein Skelett? Ein Skelett kann Pfeile droppen. Ich hab Pfeile. 6 Stück. Warum? Ich habe dir schon dreimal gesagt, dass der Truhe wird zu verarschen. Nein, guck, ich habe die Truhe platziert halt als Übernachtungsding. LOL! Der Zombie ist hier heftiger als wir beide. Der hat einfach ein verzaubertes Eisenschwert mit sich. Er hat es aber nicht gedroppt, leider. Wollen wir weitergehen? Warte kurz, ich muss meine nützlichen Sachen in die Kiste werfen. So, brauchen wir Feuerstein? Nein. Brauchen wir eine Türe? Ich würde, glaube ich, jetzt sogar sagen, während Maul die Sachen einräumt, dass das ein erfolgreicher Ausrüstungspart ist, war, wir haben sehr, sehr viel Neues. Also wir haben gute Ausrüstung jetzt gekriegt, gute Items und Maul hat sein Crossbow. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wo es heißt Traveln, Traveln, Traveln. Also schaltet gerne da wieder ein und wir sehen uns dann. Macht's gut, Freunde. Tschüssi.